Anders als der DAX eilt die Wall Street von Allzeithoch zu Allzeithoch. Am Freitag die US-Arbeitsmarktdaten. Goldilocks stark, aber nicht zu stark. Die Stundenlöhne etwas weniger gestiegen als befürchtet. Also Best-of-Szenario und so eilen wir von Rekord zu Rekord. Und es scheint niemand mehr zu geben, der sagt, ein bisschen krass ist das schon. Doch diese Leute gibt es natürlich. Und die bezeichnen sich als voll investierte Bären, also als diejenigen, die sagen, hey, das ist zwar krass, aber was bleibt mir übrig? Ich muss Geld verwalten und die Märkte sind aufwärts gerichtet, also muss ich mitschwimmen, so wie etwa Leon Cooperman, der genau das sagt. Ich habe das starke Gefühl, dass dieser Zyklus nicht gut enden wird. Aber ich weiß nicht, wann er enden wird, und solange das so ist, muss ich eben mitschwimmen, und dann bezeichnet er sich als Fully Invested Bear, so muss es heißen, also als voll investierten Bären. Und das bringt vielleicht das auf den Punkt, was derzeit am Markt passiert. Man hat keine Alternative als mitzuschwimmen, kann sich nicht gegen diesen Strom stellen. Wir sehen, dass ja Short-Positionen in vielerlei Hinsicht sehr riskant waren in letzter Zeit. Und so steigt alles und steigt alles. Es geht so lange gut, bis es eben irgendwann nicht mehr gut geht. Aber niemand weiß, wann es nicht mehr gut geht. Wir werden sehen, was in dieser Woche passiert. Die hat nämlich Interessantes hier bereitzuhalten. Aber zunächst mal zu den aktuellen Ständen. Heute ja bekanntlich US-Feiertag. Die Futures, die US-Futures, dennoch bis 19 Uhr auf. Wir haben hier etwa den Spider, das maßgebliche ETF und Figuring Out Money. Twittert hier, die RSI ist schon extrem hoch. Das sehen wir hier. Das gab es zuletzt 2018 und 2020. Danach hatten wir eine 12% Korrektur. Aber diesmal ist alles anders. Meine Damen und Herren, es geht immer weiter nach oben. Es scheint kein Ende zu geben. Und der S&P 500 könnte einen neuen Meilenstein setzen. Seit 1928 haben wir die Situation, dass wir jetzt fünfmal nur sieben Sitzungen in Folge hatten mit der Situation, dass der S&P 500 ein neues Allzeithoch gemacht hat, jeweils auf der einen Seite, und auf der anderen Seite eben auch jeweils gestiegen ist, also sieben Tage in Folge gestiegen, jeweils mit neuem Allzeithoch. Das gab es seit knapp 100 Jahren erst fünfmal. Inklusive letzten Freitag, also viermal vor dem derzeitigen Stand der Dinge. Dass das Ganze noch einen Tag weitergeht, gab es dann dreimal, also acht Handelstage in Folge, und zweimal neun Handelstage in Folge. Wie gesagt, heute die US-Märkte ja geschlossen, nur die Futures sind auf. Dementsprechend wird heute, was da auch immer passieren mag im europäischen Handel, wahrscheinlich relativ wenig, wird da diese Statistik nicht einfließen. Was haben wir in dieser Woche vor uns? Wir haben die Fed Minutes, also das Protokoll der Fed. Dann haben wir die JOLTS, die Job Openings. Wie viele neue Jobs sind da verfügbar? Letztes Mal ja über 9 Millionen Jobs, die sozusagen angeboten werden, aber nicht besetzt werden können. Dann Daten aus Deutschland, G20-Treffen. Die EZB wird ein Sondertreffen haben, wo man bestimmte Dinge finalisieren will. Also ein bisschen was passiert in dieser schon sehr sommerlichen Woche. Die Umsätze sind ja sehr dünn, da ist wenig passiert. Aber es kommt ein bisschen Action jetzt aus China. Zunächst mal heute der Kaixin Einkaufsmanager Index Service, also Dienstleistung. Hier sehen wir 50,3. Das ist eine herbe Verfehlung der Erwartung. Eigentlich 55,7 erwartet. Dementsprechend sind wir jetzt auf dem tiefsten Stand seit 14 Monaten. Die Firmen haben Leute entlassen. Das erste Mal seit vier Monaten, beziehungsweise haben Personal abgebaut. Und wir sehen auch das erste Mal, dass die Inputkosten zumindest deutlich langsamer gestiegen sind, at the slowest pace since September 2020. Also die Kosten der Firmen steigen nicht mehr so rasant. Allerdings ist es eben so, dass jetzt die Firmen offenkundig, weil die Nachfrage ein bisschen nachlässt, das erste Mal seit 11 Monaten die Preise gesenkt haben für die Kunden. Das heißt, sie haben selber noch leicht ansteigende Kosten, aber für die Konsumenten hat man die Preise leicht gesenkt, durchschnittlich. Also hier zeigt sich, dass China möglicherweise schon in einem anderen Stadium ja früher aus dem Lockdown gekommen ist, jetzt früher möglicherweise beginnt abzuschwingen mit all den Konsequenzen. Hier mal die globalen Einkaufsmanager-Indizes, Supply Versus,
Prices, Supply Delays, all das ist noch ein Riesenproblem. Also diese Lieferkettenprobleme, diese Bottleneck-Situationen. Wir sehen aber, dass in Asien, wie man hier schreibt, Asian Output hit by further virus waves. Wir sehen also, dass Asien deutlich schon abschwingt. Hier sind die Einkaufsmanager-Indizes aus China, aus Vietnam, aus Malaysia zum Beispiel, die deuten deutlich nach unten. Also Asien hat ein Problem. Das ist vielleicht die Message, die so langsam rüberkommt. Und ohne Asien wird es auch für den Westen schwierig, diesen Boom aufrechtzuerhalten, von dem alle in diesem Goldilocks-Szenario ausgehen. Starkes Wachstum, dementsprechend starke Unternehmenszahlen, Notenbanken machen nichts. Und alles ist schick, alles ist gut, aber was, wenn die Konjunktur in Asien schon abschwingt, dann wird das nicht sofort bei uns ankommen, aber mit einer gewissen Verzögerung wahrscheinlich schon. Apropos China, da hat man jetzt einen neuen Schlag gegen ein großes Tech-Unternehmen gemacht, nämlich Didi, diesen Fahrerservice, der jetzt in der letzten Woche ja an die Wall Street gekommen ist, einige Milliarden dadurch erlösen konnte. Jetzt hat man die Firmen, die in China operieren, unter anderem Apple, angewiesen, das aus dem App Store rauszunehmen, beziehungsweise dann bald nicht mehr anzubieten. Das ist ein absoluter Rückschlag, zeigt, wie stark hier Peking die großen Tech-Firmen an die Kantare nimmt. Tencent, wie sie alle heißen, haben das schon spüren müssen. Also da passiert einiges. Und wir haben jetzt die Situation, dass die globale Schiffsindustrie weiter extrem hohe Preise verlangt, respektive die Transportkosten weiter sehr, sehr hoch sind. Man geht davon aus, dass der globale Handel 8% zunehmen wird in 2021 und weitere 6% in 2022. Das heißt, dass also letztendlich dann diese ganzen großen, hohen Kosten, die derzeit der Fall sind, nicht vorbeigehen. Auch wenn wir jetzt möglicherweise erstmal eine Abschwächung in Asien haben. Das ist also nach wie vor die Frage. Transitory, nicht transitory, wird die Inflation vorübergehend abebben oder eben nicht? Und wenn nicht, wenn also die Preise hoch bleiben, respektive weiter steigen, dann haben wir vielleicht hier eine Stagflation, die sich breit macht. Das Wirtschaftswachstum, das ist nicht mehr so wirklich der Fall, aber die Preise steigen dennoch weiter. Meistens in Folge eines Angebotsschocks. Und hier nochmal eine Grafik von Nordea, die das so ein bisschen zeitlich versucht mal zu beschreiben, wie es mit dieser Inflationsgeschichte aussieht. Wir haben ja auch gesehen, dass die Rohstoffpreise massiv gestiegen sind, dass also die Kosten auch für die Firmen massiv gestiegen sind. Jetzt sind wir in der Situation, dass bestimmte Preise nicht mehr so wirklich stark steigen im Mai, Juni. So hat Nordea das vorausgesehen. Dann wird man sagen, ah, ist doch alles nur temporary, ist doch alles nur vorübergehend. Aber dann sehen wir, dass zwar die im Juli, August so die Projektion damals der Nordea, dass all das nur temporary ist, dass das in den Daten sich zu bestätigen scheint, aber dann vor allem Mietpreise weiter hoch sind und die haben einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Inflation. Man spricht hier von den USA, by the way. Und dann die Fed eben tapert, weil sie langsam in Panik gerät, was da passiert. Mal sehen, ob es so kommt. September, Oktober ist die Vorhersage durch die Nordea, dass das so passiert. Wichtig auch natürlich, was die Ölpreise machen, die ja zuletzt auf den höchsten Stand seit 2018 gestiegen sind. OPEC jetzt mit ganz schweren Diskussionen, respektive OPEC Plus, zwischen den Saudis auf der einen Seite und den Vereinigten Arabischen Emiraten auf der anderen Seite. Die Vereinigten Arabischen Emirate sagen, also warum sollten wir jetzt festlegen, bis weit in 2022, wie viel wir die Produktion jetzt wieder ein bisschen vergrößern wollen. Das scheint ihnen nicht einzuleuchten. Die Saudis sagen, wir müssen jetzt einfach mal einen Deal festmachen. Heute nochmal der Versuch, sich zu einigen. Im Worst Case würde die OPEC auseinanderfallen, mit dann der Möglichkeit, dass jeder pumpt, was er will. Das ist zwar unwahrscheinlich, aber nicht komplett ausgeschlossen. Also hier ein wirklicher Kampf zwischen OPEC-Mitgliedern. Die Vereinigten Arabischen Emirate scheinen da ganz allein auf weiter Flur zu stehen. Die Russen hatten diesen Vorschlag gemacht, einer Produktionsausweitung von 400.000 Barrel. Alle anderen sind dafür, nur die Vereinigten Arabischen Emirate scheinbar nicht. Und wir haben übergeordnet jetzt wichtig, Liquidität, US-Dollar-Liquidity is falling. Wir sehen also, dass die steigenden Aktienmärkte nicht wirklich durch dieses Liquiditätsbild derzeit unterstützt werden. Unter anderem eben durch das, was am Repo-Markt passiert. Und hier hat Zsoltán Pozsa von der Credit Suisse, vielleicht der mit anerkannteste
Kenner dieser Reverse Repos gesagt, also die Geldmärkte, die haben ein 1-Billionen-Problem. Das könnte bald richtig kritisch werden. Wir haben ja diese immense Reverse Repo Volumina gesehen von eben fast 1 Billion. Was ist da los? So ganz genau kann niemand sagen, warum das passiert. Offenkundig ist da eine gewisse Risikoaversion im Spiel. Offenkundig wollen die Banken lieber oder die Geldmärktefonds lieber das Geld praktisch zu 0,05% der Zinsen bei der Fed parken, als es an andere zu verleihen, weil man sagt, das ist vielleicht zu riskant. Das ist einer der maßgeblichen Theorien, der logischen Theorien, die da dahinter stehen. Und abschließend nochmal einen Blick darauf, was sowohl jetzt im zweiten Quartal als auch seit Jahresbeginn gut gelaufen ist. Vor allem Öl, klar, massiver Anstieg. Wir sehen Rohstoffe, CRB-Index, wir sehen Banken aus dem Dow Jones Stocks. Wir sehen Kupfer, das in letzter Zeit aber nicht mehr gut läuft, und dann S&P 500 und den Nasdaq, was nicht gut gelaufen ist, weder im ersten Halbjahr noch wirklich gut im zweiten Quartal. Es sind Gold, sind Bunds, also deutsche Staatsanleihen, 10-jährige Gilt, wir haben englische BTP, das sind die italienischen. Also der Bondmarkt ist nicht wirklich gut gelaufen, Silver, Nikkei. Und eben US-Staatsanleihen, das sind die Verlierer, die bisherigen Verlierer. Vielleicht werden wir das Gegenteil im zweiten Quartal oder respektive im zweiten Halbjahr dann sehen, dass die Staatsanleihen gut laufen und alles, was vorher gut gelaufen ist, nicht so gut läuft. Das wäre zumindest nicht so fürchterlich überraschend. Das soll es erstmal gewesen sein, meine Damen und Herren. Mal sehen, wie lange man heute die Augen offen halten kann angesichts des Fehlens der Amerikaner, die Europäer kaum in der Lage, einen eigenen Handel zu etablieren. Vielleicht ist es heute anders. Die OPEC, die könnte heute spannend werden. Schauen Sie da rein bei finanzmarktwelt.de, meine Damen und Herren. Da werden Sie geholfen. Ich sage Servus und Ciao.